ist die Kollegin Gökay Akbulut, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Bei dem Gesetzentwurf der AfD handelt es sich um einen weiteren rechtspopulistischen Angriff auf den Rechtsstaat und auf unsere Demokratie. Dieser Gesetzentwurf hat einige Parallelen zum Dritten Reich. Die Forderungen verstoßen gegen das Grundgesetz, gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sowie gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Sie zeigen einmal wieder, dass Sie weder Ahnung noch Interesse an unserem Grundgesetz haben. Mit diesem Entwurf sollen Grund- und Menschenrechte von Geflüchteten und Migrantinnen komplett ausgehebelt werden. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, es gibt keinen kausalen Zusammenhang von Herkunft und strafrechtlichem Verhalten. Laut der Kriminalistikstatistik des Innenministeriums ist der Anteil an Delikten von Nichtdeutschen im Jahr 2017 um 2,7% zurückgegangen. Auch bei der Kriminalität von Geflüchteten ist ein Rückgang der Zahlen zu verzeichnen, was man aber bei der Kriminalistikstatistik Ihrer Partei nicht behaupten kann. Derzeit laufen 24 Verfahren gegen Mandatsträgerinnen der AfD wegen Betrug, Steuerhinterziehung, sexuelle Nötigung, Beihilfe zu gefährlicher Körperverletzung bis hin zur Volksverhetzung. Ihre Liste ist sehr lang. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 heißt es, jeder Mensch hat den Anspruch auf eine Staatsangehörigkeit. Laut der AfD sollen Einbürgerungen zu Ermessensentscheidungen und um Ausschussgründe erweitert werden. Erschwert soll die Einbürgerung auch, wenn Familien bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Hier will die AfD die Sippenhaft einführen wie im Dritten Reich. Sie wollen mit ihren Forderungen die Staatslosigkeit befördern und Menschen entrechtlichen. Viele Migrationsforscher kritisieren die Einbürgerungspolitik in Deutschland. Deutschland bürgert im internationalen und europäischen Vergleich wenig Menschen ein. Im vergangenen Jahr haben gerade einmal 112.000 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Wir brauchen dringend eine Einbürgerungsoffensive. Die Linke tritt ein für ein fortschrittliches Staatsangehörigkeitsrecht. Wir fordern die Verkürzung der Frist für Einbürgerungen, die Senkung der Gebühren sowie die Abschaffung der Einbürgerungstests. Außerdem sollten Einbürgerungen unabhängig vom Einkommen erfolgen. Deutsch werden darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Ihrem Gesetzentwurf fordert die AfD unter anderem, ausländische Straftäter, die zu einer Haftstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wurden und nicht abgeschoben werden können, sollen unter deutscher Aufsicht in Staaten außerhalb der EU untergebracht werden. Hierdurch sollen Sonderrechte geschaffen und Menschengruppen externalisiert werden. Das erinnert uns doch sehr stark an Guantanamo oder gar an den Madagaskar-Plan der Nazis. Die von Ihnen geforderte Präventivhaft ist die Spitze des Eisbergs. Das ist offensichtlich verfassungswidrig. Mit diesem Gesetzentwurf und Ihrer Law-and-Order-Politik stellen Sie eine Gefahr für den Rechtsstaat und auch für die innere Sicherheit dar. Ihr Antrag gehört in den Papierkorb. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kanan Bayrein, Bündnis 90 Die Grünen.